I just take Elephant a sec? All right. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Yeah, of course, sweet. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Okay, wer ist denn dieser Dr. Hakim? Das ist unser Eheberater oder so, keine Ahnung. Der Berater des Mädchens. Vielleicht doch der Zahnarzt. Hakim. Haben wir jetzt eigentlich geklärt, wer Rose ist von uns? Also, wenn wir schon Cosplay machen? Welche Rose? Genau, unser Kind. Hä, wieso sollten wir die spielen? Nee, nicht wir. Ach, egal. Vergiss es. So, also wir sind jetzt im Körper des... Ich bin in der Puppe. Fühlst du es nicht, Brownie? Fühlst du dich holzig? Du bist eine Holzpuppe. Ich bin eine Lehmpuppe, oder? Ach, stimmt. Siehste? Oh, no. Look at that. What have you done? What? What? Why do you always blame me, huh? Yes. Why do you always blame him? Ah, Dr. Hakim! Oh, what is that? I'm Dr. Hakim! Der Liebe. Alter, wie geil. Your daughter purchased me. Das bin eigentlich ich. I was the last copy because I was selling the best. I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again. Ja, ist wahrscheinlich eine erfundene Figur, ne? I need to wake up. No! Okay, Spiel zu Ende, sie ist tot. Warum sterbe ich immer zuerst in diesem Spiel? Ja. Oh my god. Cool, wir sind unsterblich. Exactly. Okay, Mr. Book. So, how do you wake up? Der Ton ist wirklich leise, ne? Ich hab's voll laut bei mir jetzt gestellt mittlerweile. Natalie, hallo. Yeah, yeah. We're divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter 1. Fix your relationship. Plus, I've promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, like look, a river. May, it's Rose. Flowers growing in the grass. Come on, let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains like lovebirds. Dr. Hakim, wir sind schon weg. Hallo? Das bist wirklich du.
Was ist das für ein Spiel? It Takes Two, Game of the Year vom letzten Jahr. Und jetzt können wir endlich mal spielen. Warte, ich muss erstmal meine Kamera jetzt wirklich in die Mitte machen. Oh Gott, das hat ja ein Gesicht. Wer hat ein Gesicht? Da, das Ding. Hä, wo bist du nicht denn nur hin? Dr. Hakim da hat ein Gesicht, sondern auch das Ding hier hat ein Gesicht. Hilfe! Boah, guck mal, schau dir mal den Schatten an. Der ist ja richtig schön. Warte mal, wenn ich jetzt in die Mitte gehe, geht das dann besser? Ja. Ist das dann besser, Leute? Ja. Da ist ein bisschen... So. Was, kann man rollen? Ah, Alter, was mache ich denn für einen Move? Man kann rollen, springen... Und schleichen, schleichen. Oder ducken, ducken. Ja. Kriechen, ducken, was auch immer. Oh, man kann sogar hier einen Jump in der Luft machen. Wusch. Alter, hast du schon wieder ein Gesicht? Ja, warum ist hier überall ein Gesicht man kann, da? Man kann einen Doppelsprung machen. Wo ist hier ein Gesicht? Wo siehst du denn hier Gesichter? Da, hier oben, guck mal, da kam gerade eins raus. Warte. Nee. Was? Da kam doch gerade ein Gesicht raus. Da jetzt! Hast du gesehen? Da ist kein Gesicht. Da! Ach so, okay, ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, siehst du? Ich bin doch nicht bescheuert. So, sollen wir uns jetzt hier umgucken? Das reale Leben, das wäre hier so... Nee, das ist tatsächlich nicht für die Switch, dass die Leute denken, wir spielen jetzt gerade auf der Xbox, da könnte es jetzt jeder von euch mit dem Game Pass sogar umsonst spielen. Ja, auf dem Game Pass kann man... Aber man kann es nur zu zweit spielen, deswegen sagt der Name, It Takes Two. So, Brownie und ich sind übrigens gerade in der Scheidung, oder wir wollen uns scheiden lassen. Genau. Ich weiß gar nicht, wer von uns... also ich muss ganz ehrlich sagen, Brownie, das wollte ich eigentlich schon immer... Du bist schon tot, ja, siehst du? Genau deswegen möchte ich mich von dir scheiden lassen, Brownie. Ständig stirbst du mir weg. Weißt du? Da will ich einmal mit dir vernünftig reden und schon bist du schon wieder tot. Deswegen will ich mich scheiden lassen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hey, was ist denn dieses Blaue? Bleib mal stehen. Bleib ja? Doch mal stehen! Ich versuch's doch. Was machst du jetzt? Ich hab Familie nicht drin, ne? Ups! Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Okay, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Ja, also ich glaube, wir sollen rübergehen, ne? Rübergehen, aber wo ist denn für dich rübergehen? Guck mal hier. Hier kann man doch weiter. Das sieht auch, wir gucken sieht uns aus wie eine Open World. Fix your relationship, ja, das machen wir jetzt hier. Wir fixen unseren Shit. Hier? Aber. Hier kann man auch lang. Echt? Kommst du da durch? Oder? Nee, hier ist tatsächlich nichts. Nee, eben. Ich glaube, wir können da nur lachen. Kann man diese Dose hier bewegen? Das kann man tatsächlich. Oh mein Gott, ich gehe mit. Ja, wohin ist die Frage? Wir springen in den Tod, in der Dose. Sterben als Sardine. Ist doch geil. Oh, jetzt hättest du mich fast überrollt. Ah, toll. Ja, hier ist so schwer, die Dose. Hier, da. Ja. Aber was will das Ding eigentlich hier? Das guckt mich die ganze Zeit so böse an. Ich finde das echt fies. Hier. So, ich gehe jetzt einfach mal weiter, ne? Wir wollen ja auch mal was machen hier, moving. Wir sind umgezogen offensichtlich. Ja, wo sind wir denn? Sind wir jetzt im Schuppen oder wo? Ich glaube, wir sind im Schuppen. Ich will da drauf springen. Wir müssen hier ran. Wir müssen hier ranspringen. Wie hält man sich fest? Hey, May! Help me out here. Ah, mit Y. Was machst du da? Ich klingel! Entschuldigung. Was? Ich soll mich ran festhalten? Ja. Y, ach so. Okay. War interessant. Wir sehen das Spiel in Splitscreen, als würden wir quasi zu Hause sitzen, nebeneinander. What is going on here? I have no clue. Ach so, Cutscene. We can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? They just ran away. I mean, did you see them on their little fuse legs? Oh, worry about that later. Let's just bring them back. Ich mag den British Accent. British Accent? Ich finde das nicht Indisch. Later. Wie Indisch? Wieso okay, Indisch? Alter, hier sind Tote. Wo sind Tote? Tote? Ach so, guck mal, hier rennen. Wir müssen die da reinmachen. Guck mal hier. Selbst ist die Frau. Guck mal, die Frau muss wieder die ganze Arbeit machen. Der Mann macht nichts. Nee, ich laufe. Aber wo hast du denn die jetzt her? Die lagen da. Oh. Und da oben ist kommen wir jetzt da hoch. Oh, man kann Wandsprung machen. Wandsprung, wie bei Mario. Buri, hallöchen. Das wird lustig mit den beiden. Yeah. Vor allem wird's... Ich bin schon da. Oh, es bewegt wahrscheinlich sich. Wahrscheinlich Hass geben.
Wie holen wir das Ding jetzt hier raus? So kann ich da jetzt nicht hoch. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme da nicht. Ja, ich habe es jetzt geschafft. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es geschafft habe, aber. Oh, das arme Ding. Soll ich dich dagegen schlagen? Ich glaube, du musst oben drauf springen, oder? Ach so. Na, du bist dick genug, damit du das Glas kaputt machen kannst. Oh, tatsächlich. Ah, hier, guck. Siehst du? Okay, du warst, so, oh. warst fett genug. Okay, alles klar. Slippery, aber, fella, huh? Was ist slippery? Okay. Wo ist das Ding hin? Da ist es. Läuft es vor uns weg? Was ist das für ein komisches Elektroteil? Echt schöne Grafik, ne? Ja, doch, mir gefällt's. Guck mal, wir sind so gut. Guck mal, wir rushen das Spiel durch. Wir sind in 2 Stunden sind wir durch. Gleich durchgespielt. Nächstes Spiel durchgespielt. Reiz. Achso. Ich habe gehört, du hast Pokémon verkackt. Hör auf jetzt. Darüber reden wir heute nicht. Also Pokémon nicht durchgespielt. Du willst also du willst jetzt wirklich damit anfangen, wenn wir hier in der Scheidung sind, willst du wirklich damit anfangen? Wir müssen noch alles rauslassen, oder? Gibt's hier irgendwie noch ein paar Secrets oder so? Hier ist eine Steckdose, willst du mal reinpassen? Meine Haare stehen doch eh schon zu Berge. Dann fasse ich jetzt rein. Fass rein, ja komm. Mit einem Nagel! Bist du bescheuert? Du hast doch gesagt, ich soll da reinfassen. Das ist ja wie bei Dingen. Mach mal einmal. Ja, ich dachte, du willst unsere Beziehung retten. Wie bei Kindern, weißt du? Alter. Wie wollen wir denn unsere Ehe retten, wenn ich das Gegenteil von dem tun soll, was du sagst? Oh, du bringst mal. Weißt, andere Kinder lernen dadurch, wenn das heiß ist oder sowas auf der Herdplatte. Achtung, heiß. Oh, heiß. Brownie muss es 2-mal testen. Ich dachte, ich kann diesen Nagel auch einfach mitnehmen. Also ich glaube, so, wir müssen da runter, oder? Hier runter, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Stromschlag bekommen. Ah, Savaline, hallo. Wie kann man bei Pokémon verkacken? Es war eine Nuzlocke-Challenge, deswegen habe ich verkackt. Es war nicht das normale Pokémon. Da kann man wirklich nicht verkacken. Brownie hat bei der ersten Arena verkackt. Ja. Meins war aber auch eine ich heile mich nicht Challenge. Guck mal, ich kann sogar dich platt machen. Mach mal. Oh, was ist das denn jetzt? Ist das so eine. Ist das so eine Säge? Nee. Also irgendwas haben wir jetzt gerade in Bewegung gesetzt. Ich habe nur keine Ahnung, was uns das jetzt bringt. Wir haben ja einfach was Schönes angemacht. Sieht halt toll aus. Stromgenerator. Sieht sehr schön aus. Ja, immerhin, ne? Aber ich meine, wenn man so ein Zwerg ist wie hier, kann man nichts Besseres tun. Wo ist denn hin? Ich sehe nicht. Ey, das Viech ist da oben. Da. Spring? Was? Das Viech ist da oben. Ah. Siehst du es? Nee, ich sehe es. Springen und auf Oberfläche rutschen. Was? Ach, hier. Ah, man kann sich festhalten. Ah. Aha. Das ist ein Fahrstuhl. Oh. Aha. Ich wäre fast runtergefallen. Ich bin übrigens noch nicht gestorben. Brownie ist schon mehrere Male gestorben. Ich noch nicht. Hä, du bist doch direkt in das Loch gesprungen, oder nicht? Hä, ich bin nirgendwo reingesprungen, oder? Direkt in der ersten Sekunde des Spiels. Oh, warte mal. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt bin ich gestorben! Ich bin doch nicht gestorben. Mann, wieso hat sie sich nicht festgehalten? Du bist doch blöd. Jetzt hält sie sich fest, weißt du? Oh, Hilfe! Oh Gott, geh da mal rein. Du bist doch eh zu dick. Komm. Kannst dich die Hälfte machen. Wer kann was machen? Wenn du da reingehst, kannst du dich zur Hälfte absägen. Das machst du jetzt diesmal. Ich habe die Steckdose angefasst. Soll ich? Ja. Yes. Tolle Hilfe. Es war eine schöne Erfahrung. Du bist einfach explodiert. Ich wollte wissen, ob es wirklich scharf ist. Oh, ups. Ups. Ich spiele doch lieber mit dem Xbox-Controller, deswegen weiß ich das nicht. Drücken, was steht. Ja, aber ich verwechsel doch immer die Knöpfe, weil ich nie mit dem Xbox-Controller spiele. Ja, okay, das ist fies. Ja, alle Knöpfe sind anders, auch die von der Switch. Ah, hier, das ist leicht. Das haben wir schon gemacht. Ach so, jetzt kommt wieder die Arbeit. Ja, jetzt. Deswegen lass ich mich von dir scheiden, weil du immer denkst, du müsstest hier alles alleine machen. Oh, ich häng fest. Ich dachte immer, das wäre ein 2D-Jump'n'Run. Nee, das ist ein Rätselspiel. Ja, eigentlich müssten wir A Way Out vorher spielen, weil das ja der erste Teil ist, aber... Warte, A Way Out ist der erste Teil? Ja, halt der erste Teil, also von den Entwicklern. Daher kommt ja die Idee. Spielen. Ja, aber jetzt spielen wir erstmal das hier. Auch Game Pass? Jetzt spielen wir ich wollte nur sagen, es ist auch ein Game Pass. Ja, ich weiß. Was muss man hier machen? Warte, wollen wir hier mal die Steckdose weiter reinmachen? Oh, ach so. Ich glaube, du musst auch ran.
Dein fetter Arsch hätte auch gereicht. Okay. Alter, wir müssen da hochsägen. Alter, wie cool. Hilfe! Cool. Hilfe! Hilfe! Ah! Du musst springen! Ja, ich hab's doch! Okay. Oh, du hast es! Guck mal, ich bin super. Wieso bin ich jetzt eigentlich mitgekommen? Ich hätte eigentlich gar nichts mit. Eigentlich kann man das Spiel auch komplett alleine spielen. Genau! Nee, du, manche Sachen konnten wir ja nur zusammen erledigen. Let's put it in! That's what she said, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah nee, da muss es rein, ne? Keine Ahnung, was passiert denn dann eigentlich? So, jetzt geht hier die Party ab. Ah, jetzt müssen wir den Generator wieder anmachen. Oh oh. Und danke für den Schluck, Christian. What just happened? Oh, those damn fuses! Oh! May, there she is. Rose! Oh, Rose, darling! Hello! Oh. God, not you again! Oh, move out of the way, you stupid book! Yeah, get out of the way! I need to go and talk to my daughter. Just... Your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself, can you really own the people you love? You just let us through? Come on! I will! But first, there's someone I want you to meet. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ta-da! Cha-cha-cha-cha-cha-cha. What the? Who is that? Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No. we've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner. Ja, ich rede auch immer mit meinem Staubsauger. Yo, vacuum! ¿Qué pasa? You know who this guy is? Let me tell you. This is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's, That's you? You ruined my bowels with all that crap. Crap? What? I was just sucking up dust. That was it? Just... Ihr kotzt. Oh, that's disgusting. Oh, look, there it is. Just... You call that dust? Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fix me! Thank you. Instead, you put me away for life in here! Yep. Oh, oh, sind wir tot? Nee. Aber dreckig sind wir jetzt. Wir sind vor allen Dingen ganz weit weg von unserer Tochter. Ach komm. Die ist alt genug. You wanna get back to Rose? Nö. Yes. You wanna talk to your daughter? Nö. Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Ist das der Endboss? Ist ja wie bei Resident Evil hier. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration, ich glaube, er ist der Endboss. Dr. Hakim. Ich glaube, ich muss mit ihm schlafen, damit wir das Ganze hier besiegen. You understand? Now, see you later. Hasta la vista. Ich glaube, du musst ihn aufschlagen. Guck, hast du die ganzen Herzen gesehen? This would never have happened if you hadn't broken it. Oh yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where our vacuum cleaner's alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce, but we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Ach was, ich kann mich auch so von Brownie scheiden lassen. Tschüss. I wonder where that annoying dann werden wir nie wieder lebendig. Oh, guck mal hier. Kakerlaken. Oh, süß. Wir sollten uns eine mitnehmen, falls wir später Hunger kriegen. Aber warum sind die so klein? Das sind ganz kleine Kakerlaken. Hast du die gerade versucht, Platz zu drücken? Nein. Du Monster. Ich würde die nur essen, wenn es so wirklich sein muss. Guck mal da, eine Zecke. Was? Da war eine Zecke. Die ist da lang gelaufen. Da, guck, dann die nächste. Da. Alter, das ist ein Marienkäfer. Das ist eine Zecke.
Ja, stimmt. Jetzt sag nicht, oh, du bist die Zicke. Würde ich dir zutrauen, Brownie. Wir müssen ja auch so tun, als wären wir jetzt gerade auch wirklich. Es ist ja Roleplay. Guck mal, Ameisen! Es ist ja Roleplay. Wir müssen uns ja eigentlich hassen. Ja, ne? Roleplay. Also, wir arbeiten nicht zusammen. Jeder macht sein Ding. Nee, es ist halt wirklich Tschüss. So. Aktuell hassen wir uns ja eigentlich, Brownie, ne? Ja, richtig. Aber aktuell wollen wir ja eigentlich zu unserer Tochter. Da saugt was, Brownie! Wer saugt? Da wird was gesaugt. Ich hab Angst. Brownie, komm hier. Warte, ich. Ehemann, komm zu mir. Ach, jetzt bin ich wieder gut genug, oder was? Ja, falls irgendjemand was fortkauen muss oder sowas oder vortesten. Hier ist alles eklig. Wie, wo sind wir hier? Ich bin ganz frisch in meinen neuen Klamotten. Wo guckst du denn hin? Guck mal hier, Nee, wie hast du das gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, das hat er automatisch gemacht. Der ist voll der Dodo. Ich muss nochmal die Steuerung testen. Oh, was ist denn hier eigentlich im Wasser? Irgend so ein roter. Ja, das ist voll eklig hier. Das blubbert voll. Wollen wir mal zu dem Sauger gehen, der da saugt? Ja, da können wir doch nicht rüberspringen, oder? Ich glaube, da muss man den Umweg laufen. Oder? Probier's mal. Ich guck dir zu. Und ich guck dir zu, mein lieber Ehemann. Ja, ja, tschüss. Ich bin tot. Ich bin geschieden. Yay! Nee, ich bin verwitwet dann. So, ich glaube, ich muss da in dieses. Oder? Muss ich da rein? Mich nicht. Wo musst du rein? Wenn Brownie, wenn Brownie in diesen Sauger reingeht, dann wird er gleich verstopft, oder? Dann ist er verstopft. Soll ich ihn verstopfen? Oh! Ich bin okay, sag mir mal, ob du überlebst oder nicht. Ja, hier ist es schön. Alter, was machst du da? Oh mein Gott! Und du bist tot. So viel zum Thema! Okay, ich probiere das. Ey! Das ist wie eine Wasserrutsche! Ich muss doch warten, bis du fertig bist. Hier, du musst in den nächsten rein. Oh, ich bin tot. Ey, aber warum stirbst du ständig? Du darfst nicht in den Sauger. Hä? Achso, der ist fake. Ach so. Ja, der ist fake. Oder? Ich habe keine Ahnung. Also, was heißt Au, fake? Ich bin zerhäckselt. Ich wurde zerhäckselt. Ach, Moment, du musst in den Sauger. Ach so, jetzt. Das ist ein Teamplay. Ach so. Okay, warte, ich drück jetzt den Knopf. Ups! Was für ein Knopf? Was hast du getan? Ich hab mich aus Versehen umgebracht. Okay, warte, ich drück den Knopf. Hier. Ah, und jetzt bläst der statt zu Alter, saugen. Kann ich nicht gut blasen lassen? Ja, richtig gut. Okay. Was sind das für kleine Lichtchen hier die ganze Zeit? Die gucken immer aus dem Wasser. Brownie achtet nicht auf die Details. Der guckt immer die ganze Zeit nur auf meinen Hintern. Oh Gott! Was? Tschüss, Brownie. Tschüss. Hier ist besetzt. Ja, ich komme. Ih, was ist das denn? Oh, für den falschen Knopf gedrückt. Mann, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Denk einfach dran, Viereck ist X. Ist halt echt so, ne? Da muss ich voll mir das merken hier. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Weil du mit mir denk dran, Viereck ist X. Okay, warte mal, dann darfst du jetzt da hoch. Guck, ich schieß dich jetzt da hoch. Wenn du da bist. Ich muss erstmal den ganzen Weg laufen. Du bist ja schon am Endgame hier. Guck, ich schieß dich da hoch. Du musst das andere Ding nehmen. Aber da ist doch auf dem Weg hier. Mach mal erstmal den. Das ist der Sauger. Nein, guck, da oben ist auch ein Hebel. Da oben ist auch ein Schalter. Ja, aber das hier ist der. Du musst da hinten reingehen. Nein, aber die Luft wird doch eingezogen. Siehst du das nicht? Echt? Ja. Hey, das hast du. Klar, ja, danke schön für den Follow, vielen Dank. Hä, das wird doch auch eingesaugt. Nee, das wird weggesaugt hier. Nee, das wird geblasen. Ah, okay, warte, okay, dann mache ich so, okay? Cody, get inside! So, hier, ja, bitteschön. Genau. Whee! Genau. Guck, und jetzt kann okay, ich hier springen. Sehr gut. Und jetzt wird's umgedreht. Ah, sehr gut. Okay, dann gehe ich nochmal hier rauf. Hey, nicht so schnell! Ich mein, du bist zu schnell! Du wolltest mich Alter, einfach töten, sagst du. Immer diese übereifrigen Dicken hier. Da kannst du jetzt reinspringen. Mann, war ich mutig. Au. Hilfe! Alter, was ist hier los? Das ist krank! Oh, jetzt musst du von Loch zu Loch? Ich hab Angst! Oh Gott.
diese Geräusche. Oh, meine Güte, dieses Spiel. Guck mal, geh mal da durch. Du schaffst es da durch, oder? Du darfst gerne da durch. Hey, machst du hier zu? Ah, du kannst jetzt da durch. ja. Ich würde dich doch niemals zerquetschen. Genau. Was muss ich jetzt hier machen? Ich glaube, du musst den... Warte mal, hier ist ein... Ja. Also, ich kann die Kabel festhalten. Oh, ist das geil. Ah, warte kurz, warte. Ah, nee. Ja. Warte mal, ich kann vielleicht... Machen. Kann ich jetzt hier so... Nee, warte. Ich kann das weglocken. Boah, ich würde das zu gerne nochmal machen. Alter, ich will zu gerne dich mal reinhäckseln. Ja. Das war mir klar. Okay. Okay, das geht nicht. Also wir müssen hier festhalten, oder was? Aber dann sterben wir doch, wenn ich da festhalte. Warte. Du hältst jetzt hier gar nichts fest. Außer die Schläuche. Also wo willst du jetzt? Was ja eben, du? Wir müssen hier festhalten. Ja, müssen wir hier schnell agieren? Das kann nicht sein, weil wir müssen ja an drei Sachen festhalten. Ja eben, müssen wir hier ganz schnell weiterlaufen oder so? Verstehst du, was ich meine? Warte mal, ich halte mal fest. Ja, ich verstehe. So, jetzt muss ich dahin rennen. Ja, genau. Und jetzt musst du schon zum nächsten rennen. Ich kann nicht abbrechen. Das geht nicht. Doch, kannst du. Hä? Oh. Wieso ging das jetzt nicht? Ah, wir können, weil wir unter Strom standen. Nee, aber das muss so gehen. Ich konnte ja auch weg. Warte mal. Mach du mal. Geh du mal hier hin. Das muss gehen. So, warte. So, jetzt renne ich ganz schnell. So, jetzt. Jetzt kannst du gehen. Jetzt komm. Zack, 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 zack. Ah, super. Geil, Brownie. Du bist besser als ich. Ja. Guck mal, wie wir das Spiel durchrushen. Die Rätsel sind zu einfach für uns. Wie ist der erste Eindruck vom Spiel? Ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Es ist lustig vor allen Dingen. Ja, ich hätte es tatsächlich nie gespielt, wenn Toffi mir das nicht gesagt hätte. Und was? Du? Game und of the Year? Tausend andere. Du spielst immer dieses Game andere Spiel vor Augen gehabt. Es gibt noch ein anderes Spiel, was man zu zweit spielen kann, was es auch für die Switch gibt. So ein Jump'n'Run tatsächlich. VMOS TV, Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Oder VMOS TV?